Okay, also ich bin jetzt gut im Mailand angekommen und ich habe gestern Abend schon fotografiert, aber ich bin jetzt extra früh aufgestanden, um ein bisschen den Sonnenaufgang zu fotografieren und deswegen gehe ich jetzt mal ab zum Dom rüber. Ja, es ist jetzt irgendwann 6:30 in der Früh oder so, also ich bin noch ein bisschen müde, aber es wird sich sicher auszahlen. Ah ja, ich habe vergessen hinzuzufügen, das Wetter ist einfach richtig beschissen. Es regnet, es ist zwar wärmer als in Österreich, in Österreich ist irgendwie 0 Grad oder 5 Grad, hier sind es wahrscheinlich 10, aber dafür ist es saunass, echt unangenehm. Also gehört dazu. Noch schnell einen italienischen Kaffee holen, bei McDonald's natürlich. Also wie man sieht, bin ich jetzt hier beim Dom und das Geile ist einfach, der Platz ist komplett leer. Also ich war gestern Abend hier und da ist so voll, du kannst kaum stehen. Fotografieren ist gar nicht möglich und ich meine, es ist gar nicht so eine inhumane Zeit jetzt. Es ist jetzt 7 Uhr in der Früh und schön leer, es regnet halt leider. Sieht am Foto wahrscheinlich sogar cool aus und ja. Hier noch ein paar andere Kompositionen ausprobieren. Mit der Statue vorne ist was interessant, dann hat man Vordergrund und Hintergrund, weil nur der Dom alleine ist halt echt ein bisschen lahm und so schon ganz geil eigentlich. Ich mache hier eine Belichtungsreihe, weiß nicht, Blende 13 oder irgendwas, habe einen Polfilter vorne oben, weil der einfach ein paar Blenden halt abdunkelt und die Reflexion ein bisschen mindert, wobei ich glaube, das macht niemanden Unterschied jetzt. Jo. Sieht ja schon mal ganz cool aus. Da sieht man mal, wie langweilig Fotografieren ist, nicht? Man steht im Regen. Also, ich war jetzt mal beim Kanal Naviglio Grande und ja, wenn man in Mailand war, muss man es mal gesehen haben. Ist aber jetzt nicht so was übertrieben Cooles, sage ich mal. Vielleicht liegt es auch nur im Wetter. So sieht es hier aus.